Servus zusammen, es ist der Donnerstag. Wir haben den 19. Jänner und 18.41 Uhr. In diesem kleinen Clip geht es ums Gold. Aber, weil ich da immer mal wieder gefragt wurde, Silber. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mir den Chart angeschaut. Silber reizt mich überhaupt nicht. Also da wüsste ich beim besten Willen nicht, warum ich da mitmachen sollte. Es ist bei mir leicht positiv, ja. Ich finde aber, da gibt es nur relativ wenig, also wirklich mit Gold relativ wenig Kontrakte oder Produkte. Es ist einfach, das ist nicht mein Ding. Also weil das mal immer wieder gefragt wird, kannst du nicht mal Silber? Das wird von mir immer stiefmütterlich behandelt werden. Ich präferiere Gold, das ist für mich irgendwie, das macht mir mehr Spaß, gebe ich ja eigentlich zu. Und deswegen fange ich jetzt auch hier mit Gold an. Das ist der Monatschart. Eine Kerze, ein Monat. Ja, wir sehen hier ganz klar dieses Hochniveau hier mal als Doppeltop. Ja, in dem Bereich, Moment, wo ist jetzt meine Maus? Hier in dem Bereich 2081. Wir bewegen uns auf dem Weg dahin mit einer sehr schönen Januar-Monatskerze bisher. Wir haben normal breite Bänder, ist nichts Außergewöhnliches, ist also nicht sowas wie hier, wo das dann mal wieder auseinander ging. Wir sind weit weg von der 200-Monats-Linie, aber, und das macht mich nach wie vor sehr positiv für Gold, wir sind hier richtig schön so sinusartig nach oben gedreht. Es kommt jetzt alte, oder die traditionelle Sichtweise zum Kaufsignal, das glaube ich schon, dass das kommen wird. Wir sind weiter positiv über den Oszillator. Also auf Monatssicht gehe ich davon aus, dass das eigentlich hier oben, das sollte relativ schnell kommen. Sagen wir mal auf Sicht von 3 Monaten. Finde ich erstmal gut, aus Monatssicht. Aber jetzt gucken wir hier die Woche. Die Woche ist nämlich ein bisschen höher. Was heißt ein bisschen? Sogar erheblich höher. Das ist eine fette Bewegung hier. Ja, das ist, kommen wir von 1615. Wann war der das? Ende Oktober. Das ist schon mal ein Wort hier. Das sind ja rund 300 Punkte. Oder? Ja. Und deswegen ist das hier auch überspannt. Aber auch hier, ich habe kein Verkaufssignal über den Trendfolger. Alles dreht nach oben, auch die 20 Wochenlinie, die Bänder gehen weiter auf, da dreht nichts hier unten irgendwo hoch. Finde ich grundsätzlich auch in Ordnung, auch wenn das einem hier vielleicht ein bisschen Angst macht. Uiuiui, wir sind heftigst überkauft. Ist egal, hatten wir hier auch über längere Zeiträume und da könnt ihr schauen, was da passiert. Damals, wann war denn das? Das war 2020 im März, ja, das ist Corona und da sind wir gestiegen von 1450 eben auf diese 2070. Mehr oder weniger mit einer kleinen Atemholbewegung. Also ich finde, dafür ist es in Ordnung. Ich habe hier kein Verkaufssignal. Alle Höchsten seien, das ist vielleicht ein bisschen hoch. Aber das ist auch alles. Dann habe ich den Tag. So, das ist jetzt der Tag. Wir hatten ja hier mal dieses Doppeltop. Das nehme ich jetzt mal hier raus. Das brauchen wir nämlich nicht mehr. Einmal löschen und nochmal löschen. Dann ist es weg. Auch hier nochmal dargestellt, diese mit dem Hammer eingeleitete fette Aufwärtsbewegung. Jetzt haben wir gestern einen, ja, das ist so ein Inverted Umbrella Doji gehabt. Aber der liegt im Hoch bei 1925. Da sind wir jetzt hier um die 1845 sogar relativ knapp davor. Fangen wir hier unten mit der Technik an. Die kippt ein bisschen. Und hier über die Stochastik auch, aber es ist noch kein Verkaufssignal. Ich möchte die ganze Geschichte mal so formulieren. Ich ziehe euch hier, ich weiß, dass da einige drauf schauen, nochmal diesen Trend hier. Und da können wir sehen, dass dieser Trend liegt per heute bei 1879 und der steigt pro Tag so um die 5 Punkte. Ja, das ist eine fette Bewegung aufwärts, hat der DAX auch gemacht. Und es fehlt nochmal so eine kleine Korrektur. Aber der hat hier richtig schön eine Flagge erarbeitet. Ja? Und von der ist er ausgebrochen und geht hoch. Auf Tagessicht möchte ich sagen, ich glaube nicht, dass wir mit der Geschwindigkeit jetzt direkt so weitergehen. Ich bin fest davon überzeugt, Monatssicht, Wochensicht, dass wir weiter hochgehen und dass wir uns mit der 2080 zumindest mal relativ flott beschäftigen. Ich muss zunächst damit rechnen, insbesondere bei Unterbieten von diesem Trend hier, dass wir mal kurz ein bisschen ausatmen Richtung 20-Tage-Linie, das ist im Moment 1857, steigt aber pro Tag, muss man ein bisschen aufpassen, respektive auf das, was vorher das Doppeltop war, hier, auf die 1809, das ist durchaus möglich. Ich käme nicht auf die Idee, im Gold irgendwie short zu gehen. Ne, das mache ich nicht. Deswegen nenne ich auch gar keinen Put.
Sollte es ein wenig korrigieren, und dazu hat es nach dieser langen Bewegung hier absolut das Recht, dann stehe ich lieber unten und sammle was auf. Aber Short gehen, nee, nein, das wär mir zu riskant. Ich glaube wirklich, das hat ein positives Momentum und das wird das weiter ausnutzen. Ein Wert, auch wenn es Gold ist, steigt nicht einfach nur so hoch, der geht immer in so Zacken nach oben. Und ich kann mir vorstellen, dass hier mal, weil das ist hier so ein kleiner Deckel drauf, dass so ein Zacken mal kommt. Vielleicht gehen wir jetzt mal ein bisschen unter die 1800, sagen wir mal 70. Aber Short gehen würde ich es nicht. Für den Fall, dass wir das machen, was ich so im Groben und Ganzen auf Tagessicht, nicht Wochen- und Monatssicht, auf Tagessicht erwarte, habe ich einen Schein, der momentan einen 12er Hebel hat, das ist die HG65Z0. 1754, da sind wir, wo ist das hier? 1000, da sind wir da, wo jetzt die Maus ist. Unterhalb der 200-Tage-Linie, unterhalb des unteren Bandes. Dennoch würde ich dann einen Stop schon setzen, da hier so in dem Bereich so 1760, das muss ich dann schon machen. Aber ich sehe das nicht, dass das so weit runter geht. Ich vermute, ein Aufsetzen hier so auf diese 1808 bis 20. Das können wir gerne machen, aber auch wenn das jetzt nach 100 Punkten viel aussieht, ich bin ja kaum da, deswegen fange ich sowieso keine neue Position an. Also ich bin ab Februar da mal weg, das jetzt schon mal vorab gesagt. Aber ich mag das Gold, aber lasst es mal ein bisschen atmen, das hat sich einfach mal eine Pause verdient. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.